So, liebe Leute, ich befinde mich hier auf der Straße zum Dschungelcamp. Ich bin hier gerade in Australien, weil meine Freundin ja hier Tennis spielt. Nicht, weil ich ins Dschungelcamp gehe, das muss ich hier ganz kurz nochmal betonen. Und das ist hier von Brisbane, ist das nicht so weit weg. Das sind ungefähr 60 Minuten und dann fährt man hier so ein bisschen dschungelmäßig lang. Und dann zack, zack geht man hier auf so eine Geheimstraße. Und das Geile ist, wie man es rausfindet, einfach Google. Google ist so fantastisch. Du gibst einfach ein Dschungelcamp, Adresse, bam. Dann kommst du hier auf diese Straße. Und dann geht es hier vorne hoch und dann steht dann so, ja, no trespassing und so. Und dann kommt man sich so ein bisschen vor, entweder wie bei Lost oder als wenn man in irgendeinen Hochsicherheitstrakt reinfährt. Und eben gerade sind schon so zwei Ranger, die dann so böse geguckt haben. Und das Geile ist, jetzt werde ich paranoid. Hinter uns steht jetzt gerade ein Auto. Zeig das nochmal bitte in der Kamera. Da sieht man das. Die uns jetzt verfolgen. Leute, wie geil ist das denn? Das ist 300 Meter da vorne, da ist einfach ein Zaun und das war's. Jetzt habe ich so ein bisschen dieses Stasi-Gefühl. Also gerade wer so DDR-Filme und sowas halt gesehen hat, wer Bock auf so eine Stasi-Experience hat, dem empfehle ich einfach nur hier hinzufahren. Dungeon Creek Road 366. Also falls ihr auch postlos werden wollt oder irgendwas anderes, fahrt ihr einfach lang. Sagt mal den Rangern hallo. Ach ja, herrlich. Leute, also... Wenn man aus dem Dschungelcamp übrigens ausbricht, für die, die drin sind, hier 2 Kilometer runter ist ein ziemlich nettes Dörfchen. Also da kann man dann auch mal essen, sich frisch machen und was anderes und dann hinten über den Zaun wieder zurück. Also ich muss sagen, sehr interessant. Linksverkehr. Das darf man nie vergessen, wenn man rechts fährt und Autos einem entgegenkommen. Auch jetzt hinter uns ist er weg. So, meine Damen und Herren, hier sind wir also. Das ist es, das legendäre Versace Palazzo. Hier sind die ganzen Stars und bei den Leuten, die teilweise durchlaufen, weiß man gar nicht, sind das Stars jetzt von irgendeiner anderen Staffel aus irgendeinem anderen Land oder sind es halt nur irgendwelche Proleten, die einfach hier in der Hotellobby rumhängen. Und ich kann nur empfehlen, wirklich hier den Thai Beef Salad, den habe ich gerade gehabt. Also wenn man dann aus dem Camp rauskommt, das Beef sieht natürlich so ein bisschen aus wie so ein Känguru-Penis, ist aber gut, kann man sich auf jeden Fall gut anschauen und schmeckt auch gar nicht so schlecht. Ansonsten, ja, vorne ist ganz imposant, das zeige ich gleich auch nochmal irgendwie. Nett, also ist ein nettes Hotel, also schön. Also von hier dann ins Camp sind ungefähr so 40 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob dann immer mit dem Hubschrauber rübergeflogen wird oder man irgendwie hier einfach über die Autobahn rausfährt. Draußen ist so ein bisschen Ballermann-Atmosphäre hier am Strand. Also, ja, ich glaube, nächstes Jahr gehe ich auch mal ins Dschungelcamp. Das ist hier der Außenbereich des Versace Hotels. Hello, nice to meet you. No, it's okay. Yeah, yeah, you can park here in front of my car. Das sind halt die Gags, die man hier gerne mal reißt. Ja, meine Damen und Herren, hier kommt jetzt der Rolls Royce. Ich helfe ihm mal beim Einparken. Nicht, dass er mir in die Karre reinfährt, hier vorne, ne? Ich habe nämlich meinen roten hier vorne geparkt irgendwie. Obwohl, ganz kurz, komm mal kurz mit, bitte. Hier. Das sind hier die Arschproletenfelgen, das könnte allerdings auch der Ferrari vom Wendler sein. Also mit goldenen Felgen, das ist dann schon was ganz Besonderes. Warte, ich mache ihm mal die Tür auf. You're welcome. Of course. Very good. I'm sorry to get in your way. Yeah, no problem. Ich hätte ihm jetzt eigentlich den Schlüssel abnehmen müssen, das war ein Fehler von mir. Nächstes Mal bin ich schlauer.